Ja, hallo, Michael Kurz, so der Rucksackunternehmer. Willkommen in diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute 50.000 Euro passiv durch Kryptos. Kryptowährung, das ist doch cool. Also 50.000 Euro ist schon Respekt. Also ich bin mal echt gespannt. Mein Name ist Michael Kurz und du bist auch auf den gleichnamigen Kanal, Michael Kurz. So, hier gibt es regelmäßig Videos rund um das Thema Geld verdienen im Internet, Business aufbauen und. Gerne abonnieren und die Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Okay, jetzt schauen wir uns einfach mal. Er hat 5 Blockchain-Projekte getestet. Okay, ich bin mal gespannt, hat er die 50.000 Euro verdient oder ist das nur wieder so hypothetisch, man könnte bla 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 in 100 Jahren und so. Und dann kommt daraus, er hat 13 Euro verdient. Ah, ich bin mal gespannt. Ich habe für dieses Video etliche unterschiedliche Methoden getestet, um mit Krypto dick Kohle zu verdienen. Teils sind die Versprechen richtig krass. Manche Projekte versprechen 50.000 Dollar im Jahr und andere geben 80.000% Zinsen pro Jahr an. Ich habe auf meiner Mission tatsächlich Methoden gefunden, wo man mit Verhältnissen... Also ich weiß, dass es ja bei so manchen ganz neuen Projekten echt mal durch die Decke gehen kann, ne? Kaufst du einen Coin oder kaufst du dann halt 1 Million Coins irgendwie für 10 Dollar oder sowas. Und ja, aber im Großen und Ganzen ist es fast Wetten, ne? Es ist Wetten, meiner Meinung nach. So, wenn du das anders siehst, gerne einen Kommentar. Ja, es ist so ein bisschen Wetten. Und ich kenne auch viele Leute, die haben was verloren. So ist es ja nicht, ne? Mäßig wenig Aufwand stabiles Geld verdienen kann. Einige dieser Projekte scheinen wirklich zu schön, um wahr zu sein. In 2017, als der Kurs von Bitcoin bei ca. 10.000 Euro war, habe ich ein Video gemacht, in dem ich sage, dass es eine gute Gelegenheit wäre, Bitcoin zu kaufen, wenn der Kurs unter 10.000 Euro fällt. Ich habe in diesem Video auch viel Müll geredet, aber wenn man sich die heutigen Zahlen anschaut, hat sich der Tipp... Ja, ich habe so ein bisschen rumgetradet unter so zwischen 6.000 und 9.000 Euro. Da ging es immer so ein bisschen hin und her eine ganze Zeit lang. Da habe ich echt getradet. Und ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Und dann habe ich dann halt ein bisschen was behalten. Und dann habe ich wieder bei, keine Ahnung, 30.000, 36.000 immer mal wieder was verkauft und so. Die 60.000 habe ich nicht wirklich mitgemacht. Oder so. Das waren in Dollar, ne? 60.000 Dollar war das ja fast. Oh. Jedenfalls bewährt. Aber das soll kein Video über die heißesten Coins am Blockchain-Himmel werden, sondern ich habe mir die unterschiedlichsten Krypto-Projekte reingezogen, mit denen man passives Einkommen verdienen können soll. Kurz noch für die Leute, die sich dafür interessieren, wie meine Crypto-Coin-Investitionen so laufen, von denen ich 2017 geredet habe. Ich habe damals in ein paar Shitcoins investiert, die es heute gar nicht mehr gibt, oh. Aber die meisten Coins haben sich... Das meine ich, ne? Also... Ja gut, es ist halt, wenn du dann halt streust und hast zum Beispiel 1.000 Euro investiert in 10 Coins, jeweils 100 Euro und einer geht nur durch die Decke und 9 gehen pleite, hast du ja trotzdem ein Vermögen verdient. Ne? Also einer geht durch die Decke mit 80.000% und 80 Millionen% oder keine Ahnung, was das sind, manchmal Zahlen. Schon, das könnte sich lohnen, ne? Definitiv. Vervielfacht die 5. Aber nochmals, wenn du seriös ein Business aufbauen möchtest, dann lass uns doch mal telefonieren. Diese Seite habe ich unten verlinkt, im ersten Kommentar. Und wenn du halt Affiliate-Marketing-Business aufbauen möchtest, möchtest Online-Marketing lernen, YouTube, dann lass uns doch einfach mal gratis telefonieren. 15 Minuten per Zoom. Kannst du einfach ein Gespräch vereinbaren. Und diese Seite habe ich wieder unten verlinkt. Völlig unverbindlich. Und wir schauen einfach mal, ob ich dir nicht helfen kann. Oder ob wir vielleicht sogar was zusammen machen. Wäre auch was, ne? Okay, Attacke. Bis 10.000 Euro, die ich in etliche unterschiedliche Währungen investiert habe, haben sich zu einem Kryptovermögen von 30.000 bis 40.000 Euro entwickelt, die aber über so viele unterschiedliche Wallets verteilt sind, dass ich hoffe, dass ich da nicht den Überblick verliere. Fangen wir an mit einem Projekt, wo man selbst keinen Cent reinstecken muss, aber trotzdem Geld verdienen kann. Projekt 1, Hi. Das Projekt Hai strebt an, eine Art Kryptobank zu werden und hat vor, dir Zinsen zu zahlen, wenn du dein Geld bei ihnen lagerst, so wie es früher bei Fiat-Banken auch ging. Außergewöhnliche Funktionen wie, dass du dank Hai über Telegram oder WhatsApp Geld verschicken kannst, funktionieren bereits jetzt.
Doch wie verdienst du damit Kohle? Du musst dir einfach nur die App runterladen, dich anmelden, um dann einen High-Dollar pro Tag geschenkt zu bekommen, indem du Fragen beantwortest, wie woher du von dem Projekt zum ersten Mal gehört hast. Ein High-Dollar ist zurzeit 88 Cent wert. Wenn du die High-Dollar-App mit Telegram oder WhatsApp verknüpfst, kannst du einfach im Chat auf Erhalte tägliche Belohnung klicken, um dir deinen High-Dollar zu verdienen. Okay, hört sich auf jeden Fall interessant an, ne? Das mit den Verleihen und so weiter, dass du Geldzinsen bekommst und so, die arbeiten ja dann meistens damit und so. Und dann ist es natürlich immer so ein Risiko, ne? Aber erstmal da gratis mitzumachen und so, das ist ja erstmal eine Sache, ne? Ich sehe dir jetzt immer noch nicht die 50.000 Euro. Aber es kommt sicherlich noch. High-Dollar ist zurzeit in der privaten Beta, sodass du dir nur einen Account machen kannst, wenn du einen Username von einem Account angibst, der schon angemeldet ist. Gib hier also meinen Username OpenMindSimon bei der Anmeldung an. Das bringt mir auch was, denn man verdient auch durch Weiterempfehlungen. Wenn du Freunde zu High-Dollar bringst, bekommst du auch die Hälfte ihrer täglichen Belohnungen, so dass du da schnell einen guten Batzen Geld zusammenbekommen kannst, ohne dass du selbst Geld reinsteckst. Ganz wichtig, um das Geld auch wirklich zu bekommen, ist, dass du deine Identitätsbestätigung vollständig ausgefüllt haben musst. Das bedeutet nicht nur den Part mit dem Ausweis, sondern auch den, wo du beispielsweise Dokumente abfotografieren musst, um deinen Wohnsitz zu bestätigen. Der größte Nachteil an dem Projekt ist, dass du das Geld erst nach einem Jahr einsetzen kannst, wo man natürlich nur hoffen kann, dass der Wert ausschließlich nach oben geht. Weil die zurzeit so niedrigschwellig die Währung rausgeben, ist natürlich die Sorge eines Wertverlusts der Währung berechtigt. Andererseits lautet deren Slogan Let's get high together. Und das ist definitiv sehr sympathisch. Projekt 2, Planet Watch. Mit dem Projekt Planet Watch könnt ihr täglich die Währung von Planet Watch verdienen, indem ihr die Luftqualität in eurer Gegend messt. Oh, das habe ich schon gesehen. Okay. Interessant. Okay, man kann ja wenigstens was mit den Daten anfangen, ne? Also vielleicht kaufen das Konzerne oder Regierungen oder so. Boah. Hierfür braucht ihr natürlich ein kompatibles Luftmessgerät, welche aufgrund der hohen Lukrativität überall vergriffen sind. Ich habe mir auf eBay für 600 Euro diesen Aware Element geholt und verdiene aktuell bei jetzigen Preisen durch das Messen 200 bis 300 Euro im Monat. Woher kommt das Geld, fragt ihr euch sicherlich. Von großen Konzernen, die sich bei Planet Watch die Daten zur Luftqualität kaufen wollen, und von Leuten, die spekulieren, dass der Coin in die Höhe steigt. Eigentlich eine richtig geile Sache. Die Einrichtung ist allerdings nicht gerade einfach und ich weiß nicht, wie lange sich diese hohen monatlichen Auszahlungen halten können. Wenn ich da zuversichtlich wäre, würde ich mir... Aber was hat er gesagt? 699 Euro und jetzt verdient er irgendwie 200 bis 300 Euro? Also sagen wir mal, in 3 Monaten hast du das Gerät wieder drin und alles andere ist dann Bonus. Ich weiß nicht, Strom, ob es Strom verbraucht oder so großartig und ja, Internetvolumen ist wahrscheinlich nicht großartig, aber ja, interessant. Also das habe ich schon gesehen. Ich zweifle aber immer an diesen Produkten, dass das echt so die nächsten 10 Jahre, dann hast du es dann halt nach 6 Monaten da rumstehen und das verdient nicht 1 Euro mehr oder so. Wobei, wenn es 3 Monate ja so weitergeht, dann bist du bei 0 und dann ist jeder Euro cool. Mir 10 von den Dingern kaufen. Projekt 3, Soraya. Soraya ist ein Spiel, wo man sich die unterschiedlichen Fußballspieler in Form von NFTs kaufen kann. Mit diesen NFTs kann man dann an Da habe ich ja auch noch eine Frage, ne? Vielleicht kannst du mir die beantworten. Wir haben gerade Manuel Neuer gesehen, ne? Ich gehe mal eine Sekunde zurück. Manuel Neuer zum Beispiel. Bekommt der dann auch Geld? Ist das ein offizielles Spiel, wo auch Bayern München dann noch Geld verdient oder die Bundesliga oder so? Es muss doch irgendwo jemand die Lizenzrechte haben, also an dem Foto und so weiter. Oder ist das dann halt so, nö, wir nehmen einfach fremde Fotos von Fußballspielern, haben gar nicht die Lizenzrechte von der Fußballliga, vom Verein, die Persönlichkeitsrechte, weil es war ja mal, Oliver Kahn wollte ja kein Panini-Bild sein. Weil Panini hat ja auch die Bilder genutzt. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben mit der Vergütung. Ja, also das wäre echt mal interessant. Spieler in Form von NFTs kaufen kann. Mit diesen NFTs kann man dann an Wettbewerben teilnehmen, um Geld zu gewinnen. Ob du gewinnst, hängt quasi davon ab, wie die Spieler, die du in Form von NFTs besitzt, im echten Leben performt haben. Außerdem kann man auch Geld dadurch verdienen, dass man gewisse Spieler kauft und sie dann teurer weiterverkauft, wenn sie am Wert gestiegen sind.
Weil ich mich mit Fußball nicht auskenne, habe ich einen Fußball-Freak-Homie, einen von mir gesponserten Account betreiben lassen, um zu schauen, was man da alles rausholen kann. Was haben wir mit unserem Account bei einem Budget von ca. 2000 Euro innerhalb weniger Wochen erreicht? Wir haben lediglich einmal einen Preis von 70 Euro mit unseren Spielern gewonnen. Einige Spieler, die wir gekauft haben, konnten wir mit einem Gewinn von ein paar hundert Euro wieder verkaufen. Bei anderen Spielern ist es gerade schwierig, diese wieder loszuwerden. Insgesamt sind wir schon eindeutig im Plus, aber jetzt um keine weltbewegenden Beträge. Ich habe aber schon mit Menschen gesprochen, die mit dem Game richtig Kohle machen, aber das sind Leute, die da schon sehr lange dabei sind. Genau. Ich glaube, bei diesen Games, gerade wenn du am Anfang dabei bist und hast dann halt die Spiele auch billig gekauft und weiterentwickelt oder so, dann bei den Games, irgendwann ist da halt die Luft raus so ein bisschen. Oder du musst noch mehr investieren, um da dann halt Fuß zu fassen in so ein Game. Das ist meine persönliche Einstellung. Deshalb, ich bin sowieso nicht der Spielertyp. Mario Kart auf eine Nintendo 64. Ja, das mag ich. Aber sonst... Sonst eher nicht. Also ich bin nicht die Zielgruppe, definitiv nicht. Aber vielleicht bist du die Zielgruppe. Schreib auch gerne dazu mal deine Meinung. Genau genommen ist das Spiel auch ein bisschen pay to win. Wenn du das Geld hast, kannst du dir krasse Spieler kaufen, um noch mehr Geld zu gewinnen. Gute Spieler sind halt nicht gerade billig, sodass wir uns keine richtig krassen Spieler leisten konnten. Von dem her würde ich sagen, dass dieses Projekt nur etwas für Fußballfanatiker mit verdammt viel Geld ist. Die werden da echt auf ihre Kosten kommen. Wenn ihr nicht reiche Fußballfans seid, könnt ihr theoretisch auch in einem Modus mit kostenlosen Karten spielen, aber da gewinnt man halt dann kein echtes Geld. So Rare bietet mir allerdings die Möglichkeit, das NFT eines Spielers im Wert von über 500 Euro an euch zu verlosen. Wie ihr da mitmachen könnt, erkläre ich. Also ist das alles Werbung und gesponsert oder was? Weil auch das erste hat ja hier keine Werbung eingeblendet. Ne? Er hat ja seinen Nutzername gesagt hier, dass er dann halt bei den ersten Dings eine Vergütung bekommt, wenn du dann halt dich anmeldest mit seinem Namen. Das, ne? Und auch hier ist das ja gesponsert und Werbung. Hat er aber gar nicht eingeblendet. Also, gerade wenn, ich weiß ja nicht, wo er wohnt, aber, okay, Wiedergabe ist auch erlaubt, hey, okay. Im angepinnten Kommentar. Um die nächsten Projekte vorzustellen, muss ich kurz das Wort staken erklären. Man kann Kryptowährungen staken, das bedeutet, dass diese für eine gewisse Zeit eingefroren werden. Man kann sie also in der Zeit nicht ausgeben und gegen andere Währungen tauschen. Das Ganze ist dazu da, um Preise von Währungen stabil zu halten. Derjenige, der seine Währungen staked, bekommt Zinsen. Auf der Trading-Plattform Binance kann man beispielsweise Bitcoin staken, um dann 3% Zinsen im Jahr zu bekommen, was deutlich mehr ist, als die jetzigen Banken zahlen. Es gibt aber auch Währungen, die Jahreszinsen von 80.000% versprechen. Das macht Projekt Nummer 4 Time. 80.000%, das kann doch nicht real sein, denken jetzt viele von euch, aber das ist es tatsächlich. Ich habe ca. 2.000 Euro in die Währung Time investiert, um sie auf der Plattform wonderland.money zu staken, wo ich dann bei gleichbleibendem Kurs bald mehrere hunderttausend daraus machen können sollte. Und nach einem Monat habe ich jetzt wirklich mehr als doppelt so viel Time bzw. Mimo, so heißt das Time, wenn es gestaked ist. Und was an dem... Woher sollen die Wertzuwächse kommen? Ja, okay, schauen wir mal. Projekt besonders krass ist, dass man sein Geld jederzeit on-staken kann. Um bei anderen Stakings Zinsen zu bekommen, musst du dein Geld oft für Monate locken. Der Haken bei der ganzen Sache ist allerdings, dass es dir nichts bringt, wenn sich dein Time innerhalb von kurzer Zeit verdoppelt hat, wenn der Wert der Währung sich aber gleichzeitig im Vergleich zu Euro halbiert hat. Solche Projekte sind High Risk, High Reward. Der Gründer von Time sagte in seinem Interview sogar das. Is it a Ponzi? Yeah. Well, I guess. Depends on your perspective. We all love the Ponzi, right? Es ist fast so, als würde man bei BitConnect einsteigen, um rechtzeitig auszusteigen, wenn man noch im Plus ist. Die 2000 Euro, die ich... Ganz ehrlich, habe ich auch keinen Bock. Ja, nein, hör auf mit so einem Scheiß. Nein, nicht einen Cent. Nicht einen Cent, habe ich keinen Bock drauf. Nein, meine persönliche Meinung. Wenn du das gerne machst, auch da freue ich mich über deine Meinung.
ich am Anfang reingesteckt habe, waren nach 2 Wochen schon 2700 Euro wert. Pech für mich, dass ich hier nicht direkt meinen Gewinn ausgecashed habe, denn als der Kryptomarkt dann gecrashed ist, ist die besonders volatile Währung Time um über 50% gedroppt, sodass ich jetzt 400 Euro im Minus bin. Ich lasse mein Geld aber drinnen, weil der Gründer von Time einige interessante Sachen mit Time vorzuhaben scheint. Jetzt ist halt gerade der Nachteil, dass die hohen Zinsen der einzige Zweck der Währung sind. Es gibt viele Währungen, die man staken kann, wo man zwar nicht ganz so viel Profit versprochen bekommt, aber wo das Projekt hinter der Währung deutlich vielfältiger ist und man die Währung für eine gewisse Zeit staken muss, sodass der Wert der Währung weniger schwanken sollte. Eines dieser Projekte ist Projekt 5 Deeper Network, das ich ja im letzten Video schon angeschnitten habe. Mit solchen Deeper Connect Geräten hat man lebenslang einen kostenlosen VPN und kann täglich Deeper Coin Rewards verdienen, wenn man seine IP-Adresse anderen Usern zur Verfügung stellt. Wie viel das pro Tag durch das Teilen sind, hängt allerdings... Jetzt eine Frage, die IP-Adresse ist ja wichtig. Wie ist das denn bitte schön, wenn jemand ein Verbrechen begeht mit dieser IP-Adresse? Und du bekommst aber einen Besuch und du sagst, oh, ich habe das einfach mal meinen Zugang zur Verfügung gestellt und so, wie ist das rechtlich? Ah, ich weiß nicht, aber ich habe ja keinen Bock drauf. Ist davon ab, wie viele Deeper Coins man für 9 Monate staked. Bei der höchsten Stufe bekommt man in einem Jahr bei jetzigem Kurs über 50.000 Dollar im Jahr. Für diese Stufe muss man aber auch gleichzeitig Deeper Coins im Wert von über 60.000 Dollar staken. Das ist mir persönlich zu riskant, aber ich habe tatsächlich Deeper Coins im Wert von 10.000 Dollar gestaked und bekomme daher, wenn ich meine IP mit anderen teile, Coins im Wert von über 200 Euro im Monat bei jetzigem Kurs. Also ähnlich viel wie bei Planet Watch, wo ich kein Krypto im Wert von 10.000 Euro staken musste. Das Interessante bei Deeper Coin ist allerdings, dass man sich in 9 Monaten entscheiden kann, ob man das Geld onstaked oder ob man dann eine Reward-Stufe höher gesetzt wird. Das heißt, wenn ich nicht unstake, bekomme ich in circa 2 Jahren die 50.000 im Jahr. Man würde sogar auf die 50.000 kommen, ohne dass man Coin staked, aber dann würde es halt viele Jahre brauchen, um bei dem 50.000-Level anzukommen. Der Deeper Connect hat auch einen eigenen Werbeblocker eingebaut und in der Zukunft soll es auch möglich sein, sich trotzdem Werbung anzeigen zu lassen, um dort ebenfalls Deeper Coins zu verdienen. Firmen können diese Werbung dann schalten, indem sie diese bei Deeper einkaufen. Da sehe ich auch viel Potenzial, weil Google viel zu viel Werbung sperrt und wenn das Projekt irgendwann so groß ist, dass Unternehmen, die bei Google nicht schalten können, dort viel Werbung kaufen, könnte das den Preis nach oben. Irgendwelche Ponzi-Systeme. Was auch sehr cool ist, ist, dass Deeper bald eine Kooperation mit dem Helium-Netzwerk startet und man bald eine Antenne kaufen können wird, sodass man mit dem Deeper Connect auch noch die Helium-Währung minen können wird. Der größte Kritikpunkt, den ich beim Deeper Network hätte, ist auch der gleiche, den ich bei VPN-Anbietern äußern würde. Sie übertreiben krass mit ihrem Marketing, fast so sehr wie ich bei meinen Supplements-Produkten. Sie schreiben auf ihrer Seite, dass sie hiermit das Web 3.0 kreieren, obwohl es basically einfach nur ein VPN-Service ist. Aber vielleicht verstehe ich einfach deren Vision nicht komplett. Ein großer Nachteil im Vergleich zu einem normalen VPN ist, dass man nicht in alle Länder connecten kann, weil da scheinbar zu wenig Leute einen Deeper Connect haben. Was mich aber nicht stört, weil ich mich nur mit den USA verknüpfe, um Netflix, US und Hulu zu schauen. Und das geht immer. Die größte Sorge, die man hat, wenn man anderen Leuten die IP zur Verfügung stellt, ist natürlich, dass das dann für irgendwelche kriminellen Sachen verwendet wird. Aber ja. Deeper hat hier Filtereinstellungen, um das zu vermeiden. Nur leider weiß ich nicht, wie diese Filter genau funktionieren und kann somit nicht sagen, wie groß das Gefahrenpotenzial trotz des Filters noch ist. Aber es gibt dann noch weitere Tutorials, wie man da das Risiko noch mehr vermindern kann. Aber wenn ich in meine Sharing-History schaue, scheint da zum Glück noch niemand meine IP benutzt zu haben. Wenn sich das ändert, würde ich allerdings mehr Vorkehrungen treffen, damit mir da nichts passiert. Für das Gerät an sich habe ich übrigens 500 Euro gezahlt, was einfach nur komplett überteuert ist. Inzwischen gibt es auch... Ich glaube, die verdienen einfach an die Geräte Geld. Ne? Die kosten irgendwie 20 Euro in der Herstellung. Die hauen ein paar Dinge auf den Markt und dann kaufen das alle überteuert. Geräte für unter 200,
was für einen lebenslangen VPN eigentlich ein ganz guter Deal ist. Viele haben beim letzten Video, wo ich ja kurz auch schon das Deeper-Projekt angeschnitten habe, gedacht, dass ich dafür bezahlt wurde, aber das wurde ich nicht. Das sind alles Projekte, in die ich selbst Zeit und Geld gesteckt habe, weil ich sie interessant fand. Und wenn ich eine Sache interessant genug finde, um da rein zu investieren, ist es natürlich klar, dass das dann wie eine Werbung rüberkommen kann. Es könnte natürlich sein, dass diese Projekte sich als... Naja, zumindest wenn du halt eine Provision bekommst und oder halt dann die Fußballkarte, die du verschenkt hast in Zusammenarbeit oder so. Die hast du ja nicht so bekommen, oder? Keine Ahnung. Als Nullnummern herausstellen und es sich für mich nicht gelohnt haben wird, 10k in das Deeper Network zu stecken. Aber was ich bei dem Projekt besonders finde, ist, dass es einer der wenigen mir bekannten Blockchain-Projekte ist, das bereits jetzt schon einen Use Case hat. Ich nutze das Ding hier jetzt schon jeden Tag, während andere Projekte damit werben, dass man in 10 Jahren mal durch ihre Blockchain-Technologie seinen Kühlschrank in der Metaverse einen Immobilienkauf abschließen lassen kann. Welches dieser vorgestellten Projekte hört sich für euch am geilsten an? Hi Dollar. War auf jeden Fall interessant, dass du ein paar Dollar verdienst oder so mit den Umfragen oder so. Ne? Es gibt ja auch Leute, Zuschauer, die einfach sagen, hey, komm, 100 Dollar im Monat oder so, wäre auch schon cool. Dollar ist da, denke ich, für die meisten das passendste Projekt, weil das keinerlei Einsatz erfordert. Die anderen Projekte sind alle mit ordentlich Risiken verbunden. Seid vorsichtig, was ihr mit euren... Cool, das hat er gut nochmal erwähnt, Risiken. Ne? Also, sorry, ich baue lieber mir ein eigenes Online-Business auf. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ne? Gratis Termin vereinbaren und wir telefonieren einfach mal. Mein Name ist Michael Kotzo, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe noch 2 weitere Videos für dich. Check die ab. Ich bin raus. Ciao.